Was erhält mich am Leben? Das ist immer wieder mein erster Erkenntnis, wenn ich jetzt wieder den normalen Udo sage, wo dieses Umschwingen des Wiedererinnerns kommt, wo sich die ganzen Dateien öffnen. Das war zuerst einmal der tiefe Glauben, das, was mich jeden Morgen als Udo wach werden lässt. Das ist die Geschichte, die habe ich auch oft erzählt. Und dann muss ich sagen, ich bin der Erste, ich muss der Erste sein, der es ausprobiert, egal wer. Und dann gehst du in einen Bruch mit den Eltern, mit den Geschwistern eventuell, das hängt davon ab, ob sie es akzeptieren oder ob sie das ausreden wollen. Hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und wenn es ich nicht ausprobiere, und das war ja immer wieder das Verrückte, wo ich sage, dieser Wahn des Geldes, ich bin nicht gegen Geld, Geld ist nicht schlecht, es ist das Vergöttern. Der Wahn zu glauben, dass das ist, was dich am Leben erhält. Wie lange? Und dann immer noch den Glauben haben, ich muss sowieso sterben. Also brauche ich zumindest so viel Geld, dass ich es möglichst lang hinauszögern kann. All das wirkliches Leben funktioniert ganz anders. Was erhält einen träumenden Geist am Leben? Geld? Nein, sagst du mal, dass er träumt. Wer veranlasst das? Du merkst, du kommst jetzt mit diesem Denksystem überhaupt nicht weiter. Das heißt, ich muss das ausprobieren, egal was denken dann die anderen von mir, ist mir scheißegal. Da musst du deine Moral überwinden, das Ego überwinden, dass andere schlecht von dir denken könnte, dass du ja kein guter Sohn mehr bist oder egal was es ist. Das heißt, du kannst mitgehen oder du kannst es sein lassen. Das war so ein Musterbeispiel mit meiner Frau, war ja vorher schon mit mir zusammen, dass ich sage, ich bin, hier stehe ich, deswegen kann man ganz normal zusammenleben. Ich sage dir bloß eins, ich als Udo will mir keine einzige Sekunde mehr den Kopf zerbrechen, wie mir an Geld kommt. Das ist für mich durch. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und dann habe ich zum Schreiben angefangen, bis die Finger geblutet haben. So jetzt einmal als Geschichte. Ist auch eine Geschichte. Aber das ist immer wieder, dass diese Erkenntnis, was erhält mich am Leben? Ja, der mich ausdenkt. Aber bin das nicht ich? Und du merkst jetzt die Schichten, das muss irgendwie alles ganz anders sein. Ich denke doch jetzt an mich. Aber jetzt merkst du plötzlich hier, wie meine ich jetzt das? Wenn ich jetzt an mich denke, denke ich an den Körper. Ich denke jetzt an mich. Aber wer denkt jetzt das Ich, das an mich denkt, aus? Da muss ja nochmal einer drüber sein, weil das Ich, das an sich denkt, haben wir gerade schon gehabt, ist doch definitiv auch schon wieder der Gedanke von irgendjemandem. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, das ist die Dagi denkt mich jetzt aus, weil wenn die Dagi mich jetzt nicht ausdenken würde, würde es mich ja überhaupt nicht geben. Komischerweise ist das ein Faktum, zumindest aus der Welt der Dagi heraus gesehen. Wobei übrigens der Duck der Fisch ist, ne? Die Öffnung des Geistes. DG heißt die Öffnung des Geistes. Ducky ist meine Öffnung des Geistes oder mein Fisch, F-Isch. Ich dies. Sie ist es, ganz im Hintergrund, halt ganz im Mund, beobachtet nur, bestimmt. Ja, und du merkst jetzt kommen diese vier Ichs. Ich, OB, ich bin, wo ich jetzt hier definiere. Und das Irre ist, sobald sind die vier Ichs ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Jetzt kommen wir zur Quintessenz. Das ist, und da merkst du, dass ich jetzt Physik, das ist, wo ich immer wieder nur am Rande sage, ich habe keine Ahnung, wie viel Wissen ich mache. Wenn du, ich biete mich immer jederzeit an, wobei ich das nicht mehr nötig habe. Ich mache das nur nicht, dass ich mich entziehe. Aber die wissen das, wenn du meinst, du bist der Physiker, dann komm einfach mal, dann werde ich dir zeigen, wo deine Grenzen sind, wie geistlos du nachplapperst. Und wenn du wirklich neugierig bist, dann zeige ich dir, dass das Ganze, was du bisher gelernt hast, nicht umsonst ist. Ganz wichtig ist, was sehr im Augenblick ist, die Vorstellung, in die du aus deinen Formen und Wörtern aufmerkst, weil das nur das ist, was mir dir erzählt hat, was es bedeutet. Und ich zeige dir einen höheren Kontext. Das wollen wir mit meinem Professor Rainer für Betriebswirtschaftslehre. Die schöne Woche bei der LG, eine Woche Spazierengänger, hat 31 oder 32 Fachbücher geschrieben über Betriebswirtschaftslehre. Wir gehen hier mehrere Tage spazieren. Und er sagt, Udo, du erzählst mir Sachen über Betriebswirtschaftslehre. Das habe ich schon mal gehört. Aber das kann doch einer gar nicht wissen, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Weil du einfach nur in einer Tretmühle bist, einer Logik, bis runter zum normalen Arbeiter, zur Verkäuferin, du hast deine Regel, dein täglich grüßt das Maul mit dir doch, komischerweise, den du möglichst am Leben erhalten willst oder verbessern willst einseitig, ohne dir Gedanken darüber zu machen, was für einen Preis du dafür zu bezahlen hast. Diese Glückseligkeit. Das ist immer wieder, wenn du diese Karriereleiter des Geldes hochschwimmst, mach doch in deiner Jetzt, ich habe in deiner Datei, ich sage jetzt nur ganz bewusst für dein Wissen, Hoeneß, Alice Schwarzer, das sind nicht, dass ich die anlache, es sind Figuren am Traum. Das kann ich nicht oft genug sagen, alles, was ich jetzt, was in dir auftaucht, kann sich nicht raussuchen, dass diese Figuren, diese Protagonisten so diese Rollen spielen müssen in deiner Traumwelt. Sondern es geht mir um was ganz was anderes, diese Scheinmoral.
dass dir das immer mehr bewusst wird, ob das Politiker sind, die Machtgehalt, die über Leichen gehen, um ihre Partei am Leben zu erhalten, sich in Lügen verstricken, neueste aktuelle Sachen, die ganzen ein Skandal nach dem anderen. Und jetzt kommen wir zu was ganz was Wesentlichen. Wenn wir jetzt einmal der Demokratie eine wirkliche Demokratie machen, die eh nicht funktionieren kann, habe ich genügend Beispiele, ich sage wieder mein demokratisches Krankenhaus zum Beispiel, oder dann hier die Kinder mit den Waffen, die Wählerstimmen, sollen wir wieder, wenn so Riesendeppen auftauchen, die bloß rumgatzen in Interviews, dann soll ich eine Wählerstimme. Eine Wählerstimme. Egal wen du hast, alles was ab 18 ist, yo, ist eine Wählerstimme. Wenn du die mitreden lässt, die haben doch keine, das ist so blind, und diese Massenbeeinflussung durch Werbung, wieso wird hier, habe ich gehört, in Amerika fast 2 Milliarden Wahlwerbung ausgegeben, weil manipuliert wird und hingebogen wird, wer am meisten Geld für Werbung ausgibt. Wenn du kein Geld für Werbung ausgibst, gewinnst du die Wahl sowieso nicht. Ich meine, es werden die Besten gewählt. Offensichtlich werden die gewählt, die Leute am meisten über Werbung manipulieren. Das ist doch so offensichtlich. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich glaube das nicht an, ich habe das gemacht in einem Traum. Wenn ich wen anklage, klage ich dich an, warum ist dir das noch nie aufgefallen? Und selbst wenn es dir aufgefallen ist, sagst du, was soll ich dann machen? Ich soll ein Kreuzchen setzen, umblendern, weil du es verstanden hast. Und solange du meinst, dass da außen welche dran schützen, hast du sowieso keine Möglichkeit. Wenn wir jetzt einmal Demokratie im ursprünglichen Sinn, freie Meinungsäußerung, dann ist das, was wir zurzeit haben, eh keine Demokratie, weil die eine nach einer anderen Partei versuchen zu verbieten. Du darfst ja nicht einmal deine Meinung äußern, wenn du sagst, es hat keine Gaskammern gegeben. Und wenn jetzt einer sagt, das ist ja Nazi, das hat man ja schon so oft gehabt. Ich habe in Almener schon gesagt, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals auf der Erde rumgelaufen ist. Jetzt, was das Wort in dir auslöst und was das bedeutet, rechts heißt richtig, Nazi heißt Geburt, Sozio heißt Brüderlichkeit, die richtige Geburt der Brüderlichkeit, Nazio, rechts, radikal, radix, die Wurzel, die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Das lehre ich euch. Eine allumfassende Brüderlichkeit. Das, was das Wort in dir auslöst in Form von negativen Sachen, ist deine Interpretation. Da bist du selber dran schuld. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn man mir vorwirft, dass ich antisemitisch bin, gegen Juden bin, du solltest da mal meine Schriften lesen, es blüht bloß noch so hebräische Sprache. Ich rede doch von nichts anderes wie von Hebräisch. Wie kannst du dann sagen, dass ich gegen die Juden bin? Ist schon ein Schizophren, oder? Ja. Es ist doch, dass ich dir gerade immer wieder zu Herzen lege, dass diese ursprüngliche Ebene, dass das unheimlich wichtig ist, dass du das kennst. Also kann ich doch gegen die gar nicht sein, gegen die ausgedachten Ebene. Und jetzt spricht das Wort wieder für sich selber. Eber, rein als Wort in jedem Wörterbuch nachlesbar, heißt das da mal vom Jenseits kommend, das steht in jedem Wörterbuch, jenseitig. Was wichtig ist, Vergangenheit, die wir uns jetzt ausdenken, Embryo-Fetus und eine Seite. Dann noch viele Unterfacetten davon. Ivri, also Ebi, heißt Hebräer oder Hebräisch. Steht in jedem Wörterbuch. In jedem. In die modernen sowieso. Ivrin, Ivri, Hebräisch mit einem N am Ende, heißt Verbrecher. Schau noch, im langen Schritt, schau noch. Ivri ist Hebräisch und N am Ende soll meine hebräische Existenz, das sind Verbrecher. Es sind Gesetzesverletzer, steht auch mit dabei. Keiner verletzt die Gesetze, die ich Moses gegeben habe. Mehr wie die Ivri, die du dir zurzeit ausdrückst. Durch vollkommenes Missverstehen. Und wenn du jetzt antisemitisch gegen die Semiten, dann musst du dir jetzt erst einmal das gegen die Juden. Musst du dir jetzt erst einmal Gedanken machen, was semitisch bedeutet. Das ist jetzt ein anderes Wort. Die Semiten sind ein Sprachstamm. Die gehen hervor aus dem Stamm Sem, Schem. Mhm. Zu den Semiten, wenn du dich schlau machst, du kannst jetzt wieder ins Internet gehen, du musst dich ja schlau machen, du musst dich ja informieren aus irgendwelchen Sachen. Zu den Semiten gehören die Ägypter, der Iran, der Irak, die Palästinenser und noch einige und natürlich die Juden. Das sind alles Semiten. Wenn du jetzt sagst, ich bin antisemitisch, die Deutschen sind antisemitisch, ich sage dir jetzt, der antisemitischste Stamm in deiner ausgedachten Traumwelt ist das derzeitige Israel. Weil die gegen die Juden sind, gegen den Iran sind, gegen alle Semiten, gibt es einen, der massiv mit aller Macht ankämpft, das sind die Juden. Das antisemitischste Volk, wortwörtlich genommen, ist das, was du Israel nennst.
Nicht die Deutschen oder irgendwelche anderen, weil die wollen alle vernichten und alle niedermachen, weil sie sich bedroht fühlen von den Palästinensern. Jetzt wohlgemerkt, die Juden, die mir uns jetzt ausdenken, können sich das nicht raussuchen, dass ich die mir jetzt so ausdenke. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist nur ein Gedanke. Mein Gedanke jetzt, genau genommen, ist es dein Gedanke. Wie habe ich gesagt, jeden Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke von dir, auch wenn er sinnlich in Erscheinung tritt, aber momentan gehe ich einmal davon aus, dass du mich bloß aufgrund von Worten ausdenkst. Dieser Mensch, den du dir ausdenkst, da denkst du dir jetzt, dass der ein Problem hat, dass der sich was denkt, dass er seine Gedanken eine Welle aufwirft, Problem hat, das Aufgeworfene. Dieser Mensch, der sich jetzt das ausdenkt, der Udo, den du dir ausdenkst, der hat sich das jetzt ausgedacht, so denkst du dir das. Aber kann der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, was anders denken, wie du dir das denkst? Ich könnte jetzt sagen, du bist ein träumender Geist, in einem Traum tritt ein Udo in Erscheinung und der erzählt jetzt in deinem Traum was. Kann die Figur, die in deinem Traum in Erscheinung tritt, von sich aus bestimmen, was sie dir erzählt? Oder ist es das, was du träumst? Was du dir wiederum nicht raussuchen kannst. Jetzt sind wir wieder, wir haben eine Hierarchie. Der Pinsel malt ein Bild, kann der sich raussuchen, was er malt? Kann das, was gemalt wird, sich raussuchen, was gemalt wird? Ihr merkt, wenn wir das tausende Male wiederholen, vielleicht irgendwann wirst du es begreifen. Man meint, man ist ja so arrogant und vermessen, dass man das erste Mal hört und meint, ja, ist ja logisch. Aber du wirst in der Selbstbeobachtung merken, dass sobald du dich rumdrehst, ist diese Logik komplett dahin. Mit Schuldzuweisungen, mit allen möglichen. Mit der kompletten Selbstentmündigung. Auch hier die Sätze, wo ich sage, wenn du Holofeeling wirklich studierst, das ist das Einzige in den ganzen Büchern, außer du liest die aus dem Zusammenhang, wird dir überhaupt nicht erklärt, was richtig und verkehrt ist. Was du glauben sollst und was du nicht glauben sollst, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Ich kann natürlich aus dem Zusammenhang gelesen. Das ist diese berühmte alte Geschichte, wo ich erzähle, das gibt es mittlerweile nicht mehr, war in Ende der 90er Jahre ein Philosophie, wie es Internet kommt, ist ein Philosoph, hat sich Philosophie- und Freidenkerforum genannt. Und das ist so wie jetzt in vielen Foren, wenn du hast, wenn an dem mitdiskutieren, Philosophie- und Freidenkerforum. Und da war dann ganz interessant, hat irgendein, den ich mir jetzt ausdenke, was ich als Udo, irgendein Brösel, der Owen Bohrungen gelesen hat, wollte ich hier Holofeeling reinbringen. Und dann wurde hier das gesperrt. Dann hat es dann geheißen, war ein Bericht in dem Forum, dass wenn irgendjemand irgendwas über Holofeeling bringt, dass das sofort gelöscht wird, haben sie darauf hingewiesen, und zwar mit der Begründung von dem Philosophie- und Freidenkerforum, dass sie keine Werbung machen für eine rechtsradikale Sekte. Und, jetzt pass auf, schriftlich, bei der Inge damals habe ich das gezeigt, da war das im Internet, bei der Inge im Computer, und eigentlich sind diese Schriften, damals hat es nur Ich bin und so gegeben, sind voll rechtsradikale Schriften, die müssen wir dem Verfassungsschutz melden. Ich sage dann, die lesen, die reden mir von den Zellbüchern. Da ist natürlich diese Stelle, wo hier ganz klar in Ich bin du drinsteht, jetzt lesen wir aus dem Zusammenhang, und ich rufe dir wieder entgegen Deutschland der Wache. Das steht in Ich bin du drin. Bloß, es wird rigoros die Sätze vorher und danach ignoriert, wo im Satz vorher schon drin steht, auch wenn dir jetzt die folgenden Worte aufgrund deiner Altlasten, deiner logischen Altlastung sauer aufstoßen werden, sage ich das trotzdem. Oder in meinem Vortrag, was ich gehabt habe, hier diesen riesen Protest, wo es dann heißt, und wenn ich will, da steht wow, 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 miau, 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 und dann geht es weiter, siehst du, wenn ich will, baust du wie ein Hund und miaust wie eine Katze. Jetzt pass auf, im Kontext vorher heißt es, du bist derjenige, der jetzt diese Gedanken denkt. Du rasterst die Worte ab und dann kommt ihm die Stelle, wo du sagst, wow, 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 genau, miau, miau, miau. Das sagst du doch, wenn du das liest. Und dann liest du weiter, wenn ich will, baust du und du miaust, weil du einfach wie eine Maschine aus den Buchstaben Worte machst. Wenn einer jetzt sagt, so ein Blödsinn, das kann man doch nicht für ernst nehmen, so ein Schmarrn. Der hat überhaupt nicht verstanden, was ich ihm eigentlich mitteile. Dass das ja für alles gilt, dass du eine Zeitung liest, egal was es ist, du machst aus Worten Bildern, du machst Geräusche und Vorstellungen, was jetzt der Witz ist. In bei einer Zeitung meinst du, das ist da außen, was du dir jetzt aufgrund selber aus den Worten herausliest und du hast überhaupt nichts damit zu tun. Obwohl es das doch gar nicht gibt, wenn du das Wort anders interpretierst. Bei dem Wort eine andere Vorstellung in dir aufbaust, aufgrund eines anderen antrainierten Wortverständnisses, ist in deinem Kopf eine ganz andere Vorstellung. Das hat mit irgendwas, was da außen unabhängig von dir zu tun, angeblich ist, überhaupt nichts mehr zu tun. Und ihr merkt jetzt, das ist einfach eine Erklärung, eine Möglichkeit, wo ich dir zeige, wo sich mit Holofeeling öffnet, dass du alles veränderst. Selbst den Glauben, wo du herkommst.
Und das Wort erzählt dir das mit Holofeeling verstanden bis ins Detail. Auch hier eine Wiederholung. All das sind Facetten, die im Detail in den Schriften beschrieben werden. Das sind ja reichlich mit den Updates bestimmt fast 16.000 Seiten, wenn man alle hat. Und jetzt machen wir nur mal das große, ungelöste Problem der Welt. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Jetzt pass auf, wir machen Holofeeling die Frage. Das erste Problem ist die Frage nach vorher. Können wir rausgehen? Nein. Hast du keine eigene Meinung? Warum denkst du dir das jetzt nicht einfach, dass wir rausgehen? Gehen wir raus. Ja. Ich will nicht nach außen, ich will innen bleiben. Ja, ja. Gehen wir nach innen. Gehen wir nach innen und trotzdem raus. Die Sonne lacht, jetzt lacht das Herz. Das ganze Leben ist ein Scherz. Haben wir dann auf? Ja. Also hopp, schnell. Dann gehen wir raus, Max, ich mach mich jetzt Bier. Der Redeschwall, ne? Das ist gut. Schickt euch. So, Martin, was ist denn los? Bringst du noch einen? Ich komme zu dir. Du hast dir eine riesen Maschine hier aufbauen müssen. Ja, ich. Siehst du, immer wenn wir hier sind, ist schönes Wetter. Ne? Am ersten Tag ist kalt. Wenn Engel reisen. Ja, ja. Das glaubt mir keiner. Das ist ganz verrückt. Die sagen alle, wir haben einen Regen, einen Sturm gehabt. Wir kommen nach innen und die Sonne schafft. Ich sag, um mich herum ist immer Sonnenschein. Außer manchmal morgens schaue ich auch wenn dann Regen, dass ich was regt, dass was passiert. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Ich denke, ich Chef, das ist mir hier zu warm. Ja. Willst du ein Käppi haben? Nein, brauche ich nicht. Gut, ich setze mich nur so. Alles gut. Ja. Alles ist gut. So, jetzt frage ich dich, wo war mein Stäblin? Was habe ich jetzt gerade erklären wollen? Ich kriege jetzt voll Alzheimer. Wo bin ich gerade angefangen, dass du mich jetzt rausgebracht? Ich gehe nicht nach draußen. Nein. Davor, was wollte ich erklären? Ich habe angefangen, das erklären zu wollen. Was habe ich erklären? Ich wollte irgendwas erklären. Ich kriege immer mehr Alzheimer, wirklich. Das ich habe noch gedacht, du hast mich jetzt voll rausgerissen. Genau, ich weiß es. War ich voll im Fluss? Du warst doch miau, miau. Ja, danach. Da war was. Was wollte ich anfangen? Irgendwas wollte ich erklären. Ei, da machen wir weiter, Max. Da. Weißt du, das sind, glaube ich, so Standardbeispiele, die ich ja tausende Male wiederhole. Auch hier sage ich, es ist nicht, dass ich dir nichts Neues erzählen könnte. Aber du Geist, teilst dich ja jetzt in deine Welten, da ist jetzt ein Bewusstsein, wo du das voll nachvollziehen kannst, als der mit einem anderen Programm. Ist es schon schwimmender, ist ja Neugier da und wir wollen ja die Kleinen erheben. Weißt du, das ist immer wieder, du musst ja, du kannst nur die Vollkommenheit in die Vollkommenheit bringen. Und die Facetten ist das Animieren, die Animation, dass du dich in Bewegung setzt und zwar zu dir selber. Nicht irgendwie in der Zukunft dich über die Runden bringen wollen. All das ganze Zeug ist ein Riesendruckschluss von materialistischer Logik. Dass du irgendwann einmal sagst, Schluss damit. Also du bewegst immer hier und hier ist die eigene Welt. Nur so geht's im Grunde. Und du veränderst deine Welt nicht. In dem Moment, wo du meinst, du müsstest die Welt verändern. Jetzt sind wir wieder das blinde Arschloch. Sondern indem du zuerst einmal die Ursache deiner Welt suchst. Und jetzt ist die Physiker fragen niemals nach dem Warum. In der Physik, das ist auch bekannt in der Philosophie, die Frage nach dem Warum gibt es in der Physik nicht. Die suchen rein Aktionen und was natürlich die Schwierigkeit ist, dass in der modernen Hochphysik all das, was mittlerweile untersucht wird, schon so fadenscheinige Konstrukte sind, die der normale Mensch, das heißt du, nur vom Hören sagen kann. Wenn du dich in diesen Kreis der Physiker reinbegibst, dass du meinst, das sind doch Fachleute, denen müssen wir das erklären.
Das ist jetzt die große Erkenntnis, dass genau denen kannst du es überhaupt nicht erklären, genauso wenig wie du einen hochqualifizierten Arzt dann an der Uniklinik irgendwann erklären kannst, dass das ganze Schulmedizin auch erahnt ist. Oder ein Banker das Zinssystem. Und das, ein Banker das Zinssystem, das so simpel ist, das mit einem gewissen Abstand betrachtet, wenn ich immer wieder sage, Fabian, nur die 5%. Dass das Grundprinzip so simpel ist, Xenon, momentan nicht. Dass das Xenon, dass es verrückt ist, dass diese Systeme ja sofort logische Systeme haben, dass das Trugschlüsse sind. Du wirst jetzt wieder sofort BWLer und Betriebswirtschaftler erkennen, die sagen, wenn du dir Fabian und die 5% ansprichst, dass die dir sofort sagen, so kann man das ja nicht sehen, weil die einen riesen Trugschluss auf den Leim gehen, die an Fabian und die 5% glauben, wenn du dich schlau damit machst. Ich sage, da ist kein Trugschluss drin, der Trugschluss ist für den, der jetzt einen Trugschluss sieht. Und zwar wird ja oft gesagt, das Zinssystem, diese Sache, wenn wir einen Pfennig zu Jesus Zeiten angelegt hätten, wie erdkugelmäßig Gold es angehäuft hätte. Das kann man ja wohl nicht, weil da hat ja keiner einen Pfennig angelegt und das ist ja eigentlich ein Blödsinn, so darf man das nicht sehen. Aber die beschönigen eigentlich schon wieder, dass es rein um ein arithmetisches System geht, die Wertschöpfung aus dem Nichts. Das ist das große das Problem aus dem Kapitalismus, dass das, was schöpferisch ist oder was wert ist, ist was ganz was anderes in Bezug auf den menschlichen Geist. Und dann wirst du feststellen, dass Krebs des Krebs, der Zinssatz des Krebsgeschwür ist. Aber was noch viel schlimmer ist für den Geist, das ist die Entmündigung, dass er meint, ein Gedanke von ihm würde ihn als Quelle am Leben erhalten. Selbstverständlich erhalten dich deine Gedanken, dein Denken am Leben insoweit, weil du träumender Geist träumst, weil du denkst, würdest du nicht denken, wird es dich nicht geben. Aber du darfst jetzt das nicht verwechseln, dass du meinst, irgendein bestimmter deiner Gedanken würde dich am Leben erhalten, nämlich das Geld. Und Wert ist das, was dir Geist was nutzt, auch in Beziehung auf den Menschen, was dir zum Beispiel Freude macht. Das ist ein Wert. Wenn du selbst, ich gehe sogar so weit, dass Gold ist einfach zuerst einmal ein Metall. Ich kann dir jetzt einen Drahtbügel hinlegen und ich kann dir einen Goldbügel hinlegen. Das ist einfach etwas, was nichts wert ist. Solange du das nicht nutzen kannst und sobald ich aus dem Drahtbügel ein Brillengestell mache, dann nutzt der mir schon was, der Draht. Dann habe ich ihn sinnreich benutzt. Wenn ich jetzt dann noch so weit gehe, dass ich sage, wir machen aus Gold, weil er schöner ist, dann ist das auch okay als Schmuckstück, um mich zu schmücken, wenn ich diesen Fokus habe. Aber ansonsten ist es nichts wert, ein Goldband, den ich wohin lege, ist wie ein Stück Kohle, das ich nicht zum Heizen benutze. Wobei Gold und Kohle ja ist ja. Ne? Gold und Kohle, ja. Jetzt ist komm mal, wenn spät. Ja, wenn spät. LLDDMK. Lange Leitung, dicker Draht mit Mond. Darum habe ich ja immer gesagt, hier, bei meinem Marion kommt ja aus dem Ruhrgebiet, wo ich gesagt habe, da dreht sich alles nur um Kohle. Die reden nur um Kohle, geht's nur, im Ruhrgebiet geht es nur um Kohle. Obwohl Gold hat ja zwei Bedeutungen, mindestens mal Gold. Hat ja auch eine Bedeutung fürs Göttliche, vom Licht her. Immer rot und blau, das kannst gleich ab, sofort, wenn ich dir sage, jedes Wort, jeder Buchstabe kannst du rot sehen und blau sehen. Gut sehen und schlecht, geistig sehen und materiell sehen. Ein Quadratmeter, den du dir ausdenkst, als reines Maß. Auf einen Quadratmeter kannst du nichts hinstellen, weil das eine Maßangabe ist. Auf einen Quadratmeter Erdboden kann man was hinstellen oder was bauen, wenn es mehrere sind. Und jetzt ist es Geld, das, was du Geld nennst, ist ein Maß für Wert. Als dieses Ding an sich ist es vollkommen okay. Aber jetzt durch dieses ganze Denken ist es Geld mittlerweile der Wert selber. Alles giert nach Geld. Es ist natürlich logisch dann zu sagen, ja, wenn ich kein Geld habe, kann er mir ja nichts kaufen, also sind es doch die Werte. Aber du verlagerst permanent dein eigentliches Problem. Das wiederhole ich auch nochmal, das sind Sachen, ich wiederhole permanent. Wenn einer wirklich jetzt anfängt, Selbstgespräche zu studieren, wird er das, was ich gehört habe, in diesen vielen Selbstgesprächen und in Schriften an verschiedenen Stellen immer wieder finden. Aber wenn sich das in dir wiederholt, hast du es noch nicht verstanden. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass nimm mal dieses alte Beispiel, Geld, 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 ich brauche Geld. Und jetzt frage immer das, warum ist wichtig? Warum willst du eigentlich so Geld, warum bist dir das so wichtig, dass du Geld kriegst? Pass auf, jetzt kommt meistens die Antwort, weil ich mir meine Wünsche erfüllen will. Na so, pass auf,
dann willst du doch eigentlich, dass deine Wünsche erfüllt werden, ob die andere erfüllen oder du selber erfüllen kannst, dann willst du eigentlich gar kein Geld, sondern willst, dass du dir Wünsche erfüllen kannst. Wieso wünschst du dir das nicht gleich? Ja. Wieso gehst du den Umweg, dass du sagst, ich will Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld? Weil das willst du ja. Du willst ja eigentlich gar kein Geld, sondern du willst, dass deine Wünsche erfüllen kannst. Stimmt oder stimmt, Dagi? Ja. Jetzt frage ich dich, warum willst du, dass deine Wünsche erfüllt werden? Dann sagst du ja, weil ich glücklich sein will. Dann sag ich, warum wünschst du dir dann nicht gleich, dass du glücklich bist? So gehst du wieder den Umweg. Warum gehst du nicht schon wieder den Umweg und sagst, ich will glücklich sein? Ich will, dass meine Wünsche erfüllt werden. Wünsch dir doch gleich, dass du glücklich bist. Und du merkst, wie sich jetzt das, was du dir wünschst, einfach verlagert in einen ganz anderen Bereich. Jetzt gehört es natürlich ganz, ganz schlimm, wenn sich einer wünscht, ich suche ja Arbeit, ich will ja Arbeit, ich will Arbeit. Ich sage, wenn du ganz ehrlich bist, willst du gar nicht arbeiten, du willst Geld. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht arbeiten willst, aber du willst, es geht ja gar nicht, ich will arbeiten. Ich habe heute Morgen, ruft unser Loder bei mir an. Und dann sage ich immer wieder, wenn ich mir jetzt an Udo denke, wo ja Geschäftsmann, sage ich immer wieder, aber ich habe zum Loder aus dem tiefsten Innern gesagt, diese 20 Jahre, wo ich meinen Laden aus nichts aufgebaut habe, dass mein Geschäft, meine Entwicklungen, meine Lautsprecher, dass das meine Berufung war. Ich sage jetzt ohne Witz, ich hätte ja vorher, um das Arbeiten in einem Tonstudio arbeiten zu dürfen, ich hätte dafür bezahlt, dass ich das machen darf. Ich hätte sogar dafür bezahlt, dass ich in einem Tonstudio das machen darf. Hab nur Geld dafür gekriegt, das ist natürlich die positive Sache, wenn du mal nichts anfängst. Das ist meine tiefste Motivation, dass diese Berufung ich gelebt habe, solange das die Zeit war. Und jetzt ist natürlich, wenn einer sagt, ich will ja arbeiten, ich will arbeiten, ich will arbeiten, ich sage, wenn du jetzt nochmal ganz genau bist, warum? Da gib mir Sinn wieder, warum? Dann wirst du feststellen, du verlagerst, wenn du sagst, ich will arbeiten, in dem Bereich eigentlich sagst du, ich muss an Geld kommen, ich will irgendwie an Geld kommen. Das kriegst du aber gar nicht mit. Das ist natürlich, wenn du dir Gedanken drüber machst, stellst du das schon fest. Aber jetzt sagst du mal, ich suche hier Arbeit, ich suche Arbeit, ich will arbeiten. Nee, du willst nicht arbeiten, du willst an Geld kommen. Jetzt spiegeln wir das. Du gehst jetzt zu einer Firma und fragst jemanden, haben Sie Arbeit für mich? Und er sagt, ich habe keine Arbeit für Sie, der lügt ja genauso. Der sagt, ich habe kein Geld für dich, weil wenn du zu einem gehst und sagst, haben Sie Arbeit für mich? Und er sagt jetzt zu dir, nein, ich habe keine Arbeit für Sie. Und dann sagst du, Moment, Sie haben nicht richtig zugehört. Ich will kein Geld, ich will arbeiten. Was meinst du, wie schnell du Arbeit hast? Das ist so. Jetzt kommt die Welt, die du dir bisher ausgedacht hast, mit Selbstlügen, mit Verschiebungen von Problemen, mit dieser unendlichen Scheinheiligkeit. Ich habe jetzt unsere etwas ausgedachte, ein Flugzeug stürzt ab, habe ich gehört, über den Alpen. Und dann kommen die Selbstdarsteller, habe ich gehört, sofort mit den Privatmaschinen, weil die Merkel, der Verkehr ist da, Dobrindt, all diese ganzen Haubentaucher werden eingeflogen und vor Ort informieren die sich, als wenn es irgendwie wichtig wäre. Und dann dieses unendliche Geheugel von den Leuten, von Solidarität, von Sympathie. Ich sage, wen nützt es, wenn die Masse mitleidet mit den wenigen? Was nützt dir das? Das ist wieder, wo ich sage, ein Weidezaun, wo Haufendeppen dranhängen und schreien, au, das tut so weh und du gehst jetzt hin und sympathisierst, hängst dich auch noch mit ihm, weil du solidarisch bist. Geht es den anderen Deppen deswegen besser? Ich stelle mich dann ihm hin und sage, lass doch los, ihr Deppen. Gedanken. Jetzt weißt du natürlich, aus einem tiefgläubigen Materialisten aus bin ich jetzt bitterböse. Ich bin herzlos, gefühllos. Ist doch so. Auch das ist eine Interpretation. Habe ich nicht gesagt, der gute Udo ist nicht bloß gut? Die Vollkommenheit ist alles. Das ist eine höhere Qualität. Ani El Shaddai. Und du weißt ja, dieser Shaddai ist ein gut alter Freund von mir. Ja. Das ist immer die schöne Freiheit, die ich mir nehmen kann, egal wen ich mir jetzt ausdenke. Wenn er meint, er müsste gegen mich ankämpfen, der zieht ihn kurz an. Egal wer, wenn er Geist ist. Ist auch abgerechnet wird am Schluss. Und der Schluss ist letzten Endes hier und jetzt. Das heißt, wenn du dich jetzt beobachtest, wenn du diese Worte hörst und die stoßen dir sauer auf, obwohl du die Möglichkeit hättest, auch mit anderen, die du jetzt im Hintergrund hörst, mitzulachen. Du bist der Richter über alles und jeden, was in dir auftaucht. Und wenn du jetzt sagst, ist das Böse, ist das Scheiße, wirst du dich schlecht fühlen.
Du kriegst deine eigenen Definitionen und Interpretationen als unbewusst träumender Geist zu spüren. Das heißt, deine Definitionen verstrecke ich an dir selber. Und du hättest die Freiheit, auch mit dem mitzulachen, den anderen Deppen, die du dir jetzt ausdenkst. Stimmt oder stimmt?